These moments fall apart. You took the step before. You've set your arms, now it's time to claim my role once more. Can we restart? Just like und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute ein Unboxing von vielen, die ich noch machen muss. Nach dem wunderschönen Speed-Drawing kam heute ein Paket. Oh mein Gott, ich hätte jetzt nicht erwartet, ich habe das zwar schon auf Instagram gesehen, dass es einige schon bekommen haben, aber ich hätte jetzt nicht erwartet, dass es dann heute doch noch kommt, weil ich erwartet habe, dass es bei der Post, nein, es kam mit der DPD. Zeig ich mal, was es ist. Und zwar ist es die limitierte Edition von No Game No Life Zero. Verdammt, warum sieht man mich? Ja, übrigens, die Box sieht einfach so geil aus. Kostet übrigens auch 60 Euro. Ist limitiert auf 500 Stück. Ja, cool, ne? 434. Ja. Und das werde ich jetzt definitiv mit euch auspacken. Because it looks so good. Ja. Die Box sieht wirklich so geil aus. Ich habe sie mir übrigens auf DVD geholt. Weil ich hole mir zurzeit einiges auf DVD. Weil manchmal ist es besser, wenn du es auf DVD hast. Auch wenn Blu-ray geil ist. Manchmal hat man auch keinen Blu-ray-Player. Ja, auf jeden Fall werde ich das jetzt mal aufmachen. Oh yeah. Wie man es nicht aufmachen sollte. Ich mache lieber das gerade besser zu. Das wird sonst böse. Ja. Das nennt man sexy aufmachen mit Lori. Ja, Mann. Ja. So. Mit dem Papier. Ja. Da ist es auch nochmal ausgepackt. Was sieht denn? Die Box sieht immer noch so geil aus. Ich schwöre. Ja. Was ist eigentlich da hier? Ach so, der Ring. Ja. Im Übrigen ist das gleich mit so einer Review, weil ich habe den Film schon gesehen. Auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Und ich liebe diesen Film. Wirklich, ich liebe diesen Film. Ich habe mich vorher so hart gespoilert. Einfach nur mit Szenen. Das war schon nicht mal normal. Ja, dann wollte ich unbedingt den Film gucken. Und ja, bin auf jeden Fall, werde ich mir den nachher nochmal reinziehen auf Deutsch. Und ich bin wirklich gespannt drauf. Ja. Aber ich wollte euch mal sagen, jetzt versuche ich mal hier die Box aufzumachen. Eigentlich ganz easy aufgeht. Was ist eine Aufklappbox? Oh, Jesus. Wie soll ich die aufmachen? So, okay. Ui. Ui. Da steht was. Leute, da steht was. Kann man das lesen? Hier steht auch noch die Humanity Edition. Die 6 Gebote. Wir töten niemanden. Wir lassen niemanden sterben. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Jede Art von Schummeln ist erlaubt. Ihre Regeln gelten für uns nicht. Wer einer dieser Regeln bricht, hat verloren. Ja, das ist so das, was in den Filmen vorkommt, weil ich glaube, es gibt eigentlich 10 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Hier wie immer ein paar hübsche KSM-Werbung. Ja. Da ist eine Gutscheincode. Ja, ich verdecke es mit Absicht, weil ich ein Arschloch bin. So, dann geht's hier mal weiter, aber hier waren auch noch so hübsche Pappaufsteller. Ja. Die legen jetzt nicht so hier hin. Dann kommt hier, glaube ich, ein Buch. Ich wollte gerade sagen, das ist die DVD, aber nein, es ist ein Buch. Das Buch ist echt mega hochwertig, muss ich echt sagen, gell. Oh mein Gott. So, nochmal Charakterinfos. Den auch mit zu Nokia No Life. So mal. Bam, bam. Natürlich mit Artworks. Ja. Kann man die sehen? Sind die auch jugendfrei? Ja. Ich finde es sehr cool, dass sie, glaube ich, immer noch mit Unterschriften sind. Ja. Einmal kurz durchgeblättert. So, dann haben wir hier definitiv den Film in einer Metallbox.
Der glänzt so geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht einfach so geil aus. Und sie kommt auch noch als Figur raus, so in diesem Stil. Das sieht einfach mega geil aus. Okay, ich schwöre. Die mache ich auch gleich mal auf. Denn hier haben wir auch noch was, was mir zu der Immunity Edition mitgehört. Ich sehr cool finde. Okay, hier ist auch noch so ein Bild drauf. Ja, gut, ne? Warum nicht? Hier, sieht man auch nochmal. Auf jeden Fall ist hier. Nach Boxgewehr rein. Sehr lieb zu mir. Dankeschön. Eine Schachfigur dabei. Gläserne. Die sieht mega geil aus, finde ich. Ja. Die war noch mit dazu. Ich lasse jetzt aber erstmal da drin. In dieser Verpackung. Ja. Und wir wetten was bei diesem wunderschönen Film. Vorausgesetzt, Lauri findet, wie es aufgeht. Ja. Hier ist sie irgendwie nochmal ausgepackt. Man sieht es. Ich finde, hier ist auch noch irgendwie die Schachfigur. Ist auch sehr cool gemacht. Und auch, ich finde allgemein. Mein Handy hat mich soeben in den Stich gelassen und einfach aufgehört aufzunehmen. Ja. Auf jeden Fall war hier die Box. Und ich war da hierbei. Und die Box sieht geil aus, aber ich mache sie jetzt erstmal auf. Bam. Ich finde das irgendwie sehr cool. Ich habe es gerade schon mal aufgehabt und das sieht richtig geil aus. Und hier ist auch nochmal die DVD. Ist da was hinten drauf? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir holen mal die DVD raus. Geht übrigens eine Shogi drauf. Nein, das ist die Schachfigur. Ja. Also hat es noch ganz so richtig. War das wird heute zwar schon so oft gesehen. Aber. Jetzt stellen wir das mal da hin. So. Das Buch haben wir jetzt auch schon mal relativ durchgeblättert. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt nochmal so aufmachen muss. Man hat schon einiges gesehen. Und also unter anderem Charakterinformationen, Artworks und ein bisschen was von dem Film mit drin. Ich kann aber auch wirklich nur sagen, der Film ist mega gut. Ich möchte jetzt auch nicht so viel spoilern vom Film. Ihr solltet auf jeden Fall den Anime schauen. Und danach den Film. Der Film ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, ja. Ich liebe diesen Film und den Anime auch. Ja. Die werde ich jetzt aufpacken. Warum auch immer ich die einfach nur zeige, ich weiß es auch nicht. Ja. So, jetzt wirkt ganz sexyhaft die Folie entfernt. Richtig stylisch. Oh ja. So, ihr Lieben, ich habe es jetzt mal so ordentlich knuffig hingestellt. Auch die Aufsteller. Die sind im Übrigen keine einfachen Aufsteller, sind wirklich feste Aufsteller. Also die halten gut. Ja. Und ich habe übrigens auch noch das hier rausgenommen. Die Spielfigur. Was ich jetzt nicht weiß, ist das Teil wirklich aus Glas oder ist das Plastik? Weil ich glaube, es ist wirklich auf Glas. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nachher wieder hier reintun und mit hinstellen. Weil wenn das Teil runterfällt, dann habe ich die Arschkarte gezogen. Ja. Auf jeden Fall ist das eine sehr geile Box. Muss ich echt sagen. Sie gefällt mir so gut. Die Bilder haben mir schon sehr gut gefallen. Und ja. Und freue mich mega, den Film dann jetzt auf Deutsch noch mit anzusehen. Ich hole schon mal die Taschentücher raus, weil ich weiß, dass ich bei diesem Film wieder heulen werde. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich kann euch den Anime und die Serie. Den Anime. Was, das laber ich eigentlich? Den Anime und den Film mit nur ans Herz legen. Für alle, die sowas gerne gucken. So. Ja. Und ja. Ist auf jeden Fall sehr toll gemacht. I love it. Ich hoffe, irgendwann kommt noch die Novel raus. Ja. Auf jeden Fall würde ich dann mal sagen, das war's auch schon mit dem Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Power, the cycle.